Okay. Die einzigen Leute, mit denen wir sprechen könnten, wäre der Zwerg hier. Mal sehen, ob der noch was zu sagen hat, was uns noch für das Schwert fehlt. Schmiederitter. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Also ja, das hier ist ein Speer oder sowas. Heldricks Mantel, den brauchen wir auch nicht unbedingt. Und das, der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Gut, aber bei dem können wir verkaufen. Also das hier wollte ich loswerden. Die Schneekappen wollte ich loswerden. Den Rieselschwamm behalte ich mal. Was machst du nochmal? Wille, du machst die Ausdauer runter. Das ist auch nicht so gut. Zwef, Wille, Ausdauer, Wahrnehmung und Entschlossenheit. Ah, das sind Nebenwirkungen. Also ja, hier hast du noch Zwef. Gut. Das heißt, du hast nichts Wichtiges zu sagen. Die einzigen beiden, die noch was zu sagen hätten, wäre der Anführer. Der ist nicht hier, der ist da hinten. Ah, gehen wir mal schnell durch. Lauf. Ja, hier. Du da. Unsere Stadt fällt um uns herum zusammen und diese verdammten Namen von den Dutzenden greifen uns in den Straßen an. Ich würde gerne jeden einzelnen von ihnen hängen. Du hast das Kommando. Hier in Trutzbucht. Der Hochritter steht die Führung unseres Ordens da. Er befindet sich derzeit jedoch auf Burg Flottenbrecher. Meine Aufgabe, du aufrechtzuerhalten. Okay, auf Wiedersehen. Gut, du kannst uns auch nichts erzählen. Das heißt, es bleibt nur noch die Frau in den Trainingshallen hier. Ich verstehe das nicht. Wollen diese Taufköpfe wirklich die Patrouillen über eine gesamte Stadt übernehmen? Ihr Blick ist abwesend und leer. Es war nicht einmal eine Schlacht, es war ein Gemetzel. Jo, und du? Sieht das sieht aus, als habe sie gebadet und sich ordentlich satt gegessen. Sie lächelt schüchtern. Okay. Wenigstens geht es dem Mädchen, was wir damals in den Erbhügeln gerettet haben. Gut. So, das heißt wieder hier raus und wir sind hier fertig. Also es gibt die Gebiete noch eher Glanfahrt. Das ist noch viel mehr als die Zwillingsräumen, die wir bis jetzt gesehen haben. Da gibt es Witzeris, die Weißen Marschen. Okay, die Weißen Marschen sind Teil des Add-ons, des DLC-Packs. Perlenküste, da waren wir auch wohl nicht richtig. Valianische Republiken. Und natürlich gibt es ja noch Rautai. Das ist ja aber nicht mal auf der Karte mit drauf, muss ich ehrlich zugeben. Außer ich übersehe es irgendwo. Gut, also wir wollen in den Kupferweg. Da sind wir hier endlich in der Stadt fertig. Und im Kupferweg wollen wir uns nur auf dem Marktplatz umschauen. Schnell in die Expeditionshalle. Und das war's dann eigentlich großartig. Ja, und halt das Kopfgeld in den Katakomben. Auch wenn ich keine große Lust habe, mich mit Vampiren anzulegen. Ja, also auf dieser Karte, die ich hier gerade hatte, ist noch so viel drauf, was man in Pillars of Eternity Spiele packen könnte. Und ich mag das Spiel einfach sehr, abgesehen jetzt mal von der schlechten deutschen Lokalisierung. Aber damit kann ich eigentlich leben. So, die Schreiber, die lassen wir mal in Ruhe. Genau. Yes. Ah.
Obwohl, ich weiß nicht, soll ich mich vielleicht erst mit den Vampiren anlegen und dann rasten? So, erstmal auf den Marktplatz gehen. So. Wer bist du? Du bist nur ein Gemeiner. Zeig mir deine Waren. Du hast jede Menge Waffen. Du hast Steine, aber nicht die, die wir brauchen. Was ist ein Eschenholz-Kami? Einmal pro Ruhephase beschwört die Limga. Eschenholz gefertigt. Nee, nicht wirklich. Siegel des Glaubens. Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ein Zauber für die erste, zweite und dritte Stufe. Ist aber auch sau teuer und ganz ehrlich, Doritz braucht das nicht so wirklich. Nehmen wir mal lieber die ganzen Steine mit. So. Dankeschön. Nächster Händler. Zeig mir deine Ware. Du hast jede Menge Fallen, Kletterseile, wohl die Kakutten. Ja, die haben wir wohl hier verkauft. Zaubermacherwelt. Okay, du hast nichts. Du wirst wahrscheinlich überhaupt nichts haben. Du bist nämlich nur ein Waffenhändler. Ne, Dietriche. Dietriche nehmen wir mal mit. So. God's keep you. Und dann haben wir dich noch. Oh, du hast Nahrung. Die nehmen wir gerne mal mit, jedenfalls das billige Zeug. Getreide. Ah, ja doch, das brauchen wir auch. Öl, Zucker, Geflügel. Das ist alles nicht sonderlich teuer, das können wir ruhig mitnehmen. Das Drachenzeug hingegen, nee. Ah, jetzt ist es bei Hagrim gelandet. Supi. Und ja, ich fange mal ein bisschen was mit unserem Geld an, auch wenn ich Zutaten kaufe für Essen. Goldrot Priem. Ah, das wollte ich doch auch noch verkaufen. Egal. Lassen wir jetzt mal gut sein. Und auch hier brennen die Magran-Statuen. Jedenfalls die da. Hier ist noch eine. Die brennt. Hier und hier brennen sie. Brennt hier in der Nähe eine. Also nee, hier sind nur solche Schornsteine auf dem Dach, aber ich hätte mich gewundert, wenn vor dem Schreiberlingsding nicht auch eine wäre. Sind hier wirklich nur die beiden? Das war schon ein bisschen arm dann. Oder bist du da eine? Nein, du bist keine. Okay. Schade, ich dachte, hier würden mehr brennen. Also ja, es ist cool, dass die jetzt, dass sie die jetzt alle angezündet hat. Dumm. Ich hoffe mal, dass sie in den Katakomben geht schnell. So, was hast du uns noch zu sagen? Namen bedenken wir ins Arme und er hat ein Pfeilchen im Gesicht, aber er trägt ein triumphierendes Grinsen auf dem Gesicht. Endlich sehen wir alle, was diese Beseeler und ihre Lakaien auf Bord Schmelztiegel wirklich im Schilde führen. Es war nur eine Frage Zeit. Welche Rolle hast du bei den Aufständen gespielt? Die Stadt ging die Ritter zum Verein natürlich. Sie haben ihre Absichten klar gemacht, als ihr Haus- und Hofbeseeler den Duck ermordet hat. Er schüttelte den Kopf. Hier eine Menge Blut auf den Straßen. Ein Jahr mal so viele gute Männer und Frauen zu verlieren, aber wir mussten handeln. Venan nickt dir leicht zu. Sein Blick bewegt sich weiter von Söldner zu Söldner, während er spricht. Was brauchst du sonst noch? Nichts von dir. Was ist mit dir, Osric? Du hast überlebt, ja? Ich bin dem Feuer selbst auch zu nahe gekommen. Auf dem rechten Arm trägt deine helle, eiternde Brandwunde. Aber nur noch ein... Aber immer noch ein besseres Emblem als alles, was diese Ritter tragen. Ich suche Arbeit. Okay.
Das kennen wir alle schon. Und hier sind auch wieder Geister. Oh, das werden... Ja. Das sind die... Expeditionsfuzis, die wir getötet haben, als wir... für die Expeditionshalle diese Kupferdolche besorgen wollten. Ich finde es ja irgendwie cool, dass die da als Seelen zurückbleiben. Weil das ja solche von Bacon gemachte Charaktere sind. Zeig mir deine Waren. Also du hast hier schon mal nur blaue Sachen. Das nervt. Torheit, Entschlossenheit, Verfassung. Entschlossenheit, Intellekt wie das Eins. Armschienen der verheerenden Raserei. Gutes Stilett. Warte, Willen plus 12, naja. Berserkergürtel, Wutbonus. Ist nur für Barbaren, davon haben wir keinen, zum Glück. Also nein, du hast nichts Besonderes, schade. Dann war es das hier auch schon. Gut, das heißt, ich werde mich jetzt gleich mit den Vampiren anlegen gehen. Und dann rasten wir in Ketnur. Und dann geht's in die Sturmwaldschlucht. Und ich verspreche, danach geht's endlich mit der Hauptquest weiter. Gut, wir machen noch diese eine Aufgabe mit dem Händler. Wenn wir wieder in Zwillingsräumen sind. Aber dann werden wir uns in den anderen beiden Bezirken richtig umschauen. Und die Hauptquest machen vor allem Ding. Taos wird ja auch nicht ewig auf uns warten. So. Mit Speed auf die Karte. Und ja, Duke Eva ist weg. Wer wird denn der neue Duke werden? So, der Junge mit seinem Vater hier ist auch weg mittlerweile. Und da ist ein Geizkragen. Also ja, wenn ich selber privat spiele, dann irgendwann, wenn das Projekt zu Ende ist und vielleicht hoffentlich irgendwann mal eine richtige deutsche Übersetzung kommt. Es arbeiten ja welche privat dran. Alle Kapitel, alle Akte richtig zu übersetzen, die Fehler auszubügeln, und die von Obsidian haben ja gesagt, sie bauen ihren Patch dann irgendwann in einen großen Patch ein. Ich hoffe mal, dass das wirklich passiert, weil sonst spiele ich das Spiel fast nur noch auf Englisch. So. Nice and quiet. Gut, wo könnten sich die Vampire denn verbergen? Hier wäre schon mal ein guter Ort. Okay, es ist nur ein Vampir eigentlich. Ich glaube nicht, dass der noch viele Freunde hätte. Sie können sich aber auch hier verbergen. Hier oben. Glaube ich eher nicht in den kleinen Räumen. Außer er ist wirklich ganz alleine. Ich glaube nicht, dass er hier in den natürlichen Höhlen ist. Nein, sieht nicht danach aus. Und ich glaube auch nicht, dass er im Voidika-Tempel sein wird. Hier ist er auch nicht. Auch wenn hier ein Sarg steht, ein offener. Hier war das Lager vor dem einen Orleaner. Ich werde diskret. Dem haben wir, glaube ich, geholfen, nach Zwillingsulm zu kommen. Nee, hier sind sie auch nicht. Oder ist er auch nicht? Also ja, wir wissen, dass er in den Katakomben irgendwo stecken muss. Der könnte theoretisch in dem alten Kammern von dem Lich sein. Also der Beseeler, der sich selber zu einem Untoten gemacht hat. Aber ob sie das wirklich so gemacht haben?